Mike, das war ja ein richtiger Elfmeter-Krimi. Ja, das Spiel war echt sehr spannend und wir hatten das Glück, der Auerbach das Pech und wir haben halt das Krimi gewonnen. Es hat ewig gedauert, bis du das entscheidende Elfmeter halten konntest. Ja klar, das war ein Nervenkitzel für beide Mannschaften. Ich hatte das Glück, dass ich ins richtige Eck gesprungen bin und ja. War es einfach nur Glück oder kannst du sagen, wie du es gemacht hast? Ich hab, der Spieler hat ins andere Eck geschaut und dann musste ich ganz genau, er schießt in das andere und dann hatte ich ihn. Warum war es heute so schwer, was meinst du, beim Elfmeterschießen ein Tor zu halten oder einen Elfmeter zu halten? Es ist recht ungewöhnlich, dass es so lange geht. Ja klar, es war auch sehr rutschig auf der Linie und sie haben einfach gut geschossen und ja. Was kannst du zum Spielverlauf insgesamt sagen? Was soll ich dazu sagen? Es war sehr spannend, es war nicht einseitig, es gab auf beide Seiten riesige Chancen und ja. Vor allem in der ersten Halbzeit habe ich Auerbach etwas stärker gesehen. Wie siehst du das? Ja, wir haben halt kleine Fehler gemacht und die wurden halt meistens gut ausgespielt von den Auerbacher, aber im Endeffekt ging es ja gut aus. Habt ihr was ändern müssen, um in der zweiten Halbzeit mehr Paroli bieten zu können? Es ist ja dann ruhiger geworden. Wir haben mehr miteinander gesprochen und es war eigentlich alles gut. Wir hatten dann noch einen Verletzten, der raus musste. Wir haben zu 10 weitergespielt, das war halt sehr schwer. Und ja. Also verdienter Sieg heute? Ich denke ja, die Jungs haben es echt gut gemacht. Sie haben mich nicht im Stich gelassen, sie haben gekämpft bis zum bitteren Ende. Und das hat mich stolz gemacht. Du hast ja auch noch eine große Aktion kurz vor Schlusspfiff gehabt, wo du so eine 100%ige halten konntest. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ich weiß selber nicht, wie ich ihn gehalten habe. Den habe ich einfach gehalten und ja. Also jetzt wird ja morgen das andere Relegationsspiel ausgespielt. Welcher Gegner wäre dir lieber, Wiesenthal oder Kronau? Wir nehmen beides. Uns ist es egal. Und was meinst du, wird es mit der Relegation dieses Mal klappen? Wie stehen die Chancen? Ich denke, die Chancen stehen ganz gut. Wir sind ein klasse Team, wir halten gut zusammen, jeder kämpft für jeden und ich denke, wir schaffen das.